Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play in World of Warship. Es ist wieder mal soweit. Ich habe wieder ein neues Schiff für euch, das ich euch gerne zeigen möchte, vorstellen möchte, wie auch immer. Und das ist hier der deutsche Kreuzer, die Nürnberg, 1 Stufe 6 Tier. Ja, so sieht das aus. Wir haben hier schon ein bisschen Tarnung drauf gemacht. Standard einfache Tarnung für 8000 Kredits hier. Und so sieht das schöne Prachtstück aus. Man merkt, sie werden jetzt wirklich moderner, die Schiffe. Aber die Frage ist, wie verhalten sich diese Schiffe natürlich im Kampf, im Seegebiet gegen andere Schiffe? Und das muss man natürlich erstmal sehen. Ich bin schon 1 bis 3 Runden gefahren, habe das schon mal ein bisschen getestet für euch. Und möchte heute euch einfach mein Video dazu vorstellen. Und wir fangen gleich mal an mit der Überlebensfähigkeit. Wir haben hier momentan 23.800 Trefferpunkte. Panzerung 13 bis 50 mm. Unsere Artillerie hat 15 km Feuerreichweite. Die Hauptbatterie besteht immer noch auf 150 mm Kanonen. Aber wir haben 3x3 an Bord. Das sieht man hier schön. Diesmal hintereinander angeordnet, nicht wie beim Vorgänger versetzt. Dann haben wir immer noch eine Sekundärbatterie von 4x2 seitlich. Dann haben wir natürlich auch Torpedos dabei, die hier eine Reichweite von 6 Kilometern haben. 4x3 besitzen wir, also 6 auf jeder Seite. Dann zur Flugabwehr, da haben wir natürlich eine Flugabwehr von 7,692 mm, 6x1 an Bord, überall ein bisschen verteilt, kein dicke, ein Maschinengewehr kann man eigentlich so sagen. So, dann haben wir aber noch 20 mm Flak 38. 4x1. Dann haben wir noch eine Flakbewaffnung 37 Meter 4x2. Also wir sind hier mit der Nürnberg eigentlich schon sehr gut ausgerüstet gegen Flugzeuge und natürlich halt die Sekundärbatterie, die ich vorher schon sagte, die 88 mm auf der Seite 4x2 haben wir da auch noch, die dann halt eine Reichweite von 5 Kilometern hat. So viel zur Flugabwehr. Dann gehen wir natürlich gleich nochmal in die Manövrierbarkeit. Sie hat eine Höchstgeschwindigkeit von 33,6 Knoten, unser Nürnberg. Dann ein Wendekreisradius hier 720 Metern und eine Ruderstellzeit 10,6 Sekunden. Das sagt uns schon ein bisschen aus, dass sie ein bisschen schwerfälliger ist wie der Vorgänger. Aber das werden wir dann nachher im Kampf sehen oder im Seegebiet. Dann haben wir noch eine Verborgenheit. Wir sind bei 12,6 Kilometer sichtbar und die Lufterkennbarkeitsreichweite ist bei 6,9 Kilometern. So viel natürlich zu der schönen Nürnberg. Wir gehen nochmal schnell in die Module rein. Da haben wir nicht viel ausgebaut. Ihr seht es. Wir können noch die Feuerreichweite erhöhen auf 16,5 Kilometer und natürlich müssen wir sowieso den Rumpf ausbauen für 13.000 Erfahrungen, bevor es dann auf die York geht. Gut, so viel natürlich erstmal zur Vorstellung der schönen Nürnberg. Und wir werden uns natürlich gleich im Kampf wiedersehen. Bis gleich. Ja, natürlich hallo und willkommen zurück hier natürlich im Seegebiet oder auf dem Schlachtfeld mit unserer Nürnberg. Und wir werden sie uns mal anschauen, was man mit ihr erreichen kann. So, was ich natürlich noch nicht erwähnt habe, das ist natürlich die Kehrdrehung der Türme um 180 Grad. Diese sind hier verdammt
schneller wie der Vorgänger natürlich, also bedeutend schneller, muss man mal so sagen. Der Nachteil, den ich kurz erwähnt habe am Anfang bei der Vorstellung, war halt, dass unser schöner deutscher Kreuzer, die Nürnberg, natürlich ein bisschen schwergängig in See ist. Also sie braucht, wenn ich hier voll auf das linke Ruder drücke oder voll das Steuerrad nach links ziehe, braucht sie natürlich ein bisschen länger. Also sie fühlt sich ein bisschen schwergängiger an. Dafür ist die, wie gesagt, die Drehung der Türme eigentlich wirklich gut. Also mir gefällt das auf jeden Fall. Ich muss natürlich immer mit dem Vorgänger oder vergleiche natürlich das immer mit dem Vorgänger. Und hier muss man sagen, ist sie einfach besser. Unsere Geschütze machen eigentlich einen soliden Eindruck, muss ich mal so sagen. Also es ist mir schon aufgefallen, sie sind schon ziemlich genau. Die Feuerrate ist auch natürlich in Ordnung. Ihr seht es. So, jetzt, wir werden mal eine Runde wenden, um das mal so zu verdeutlichen. Von der Drehung der Türme her. Also wir brauchen natürlich, haben wir einen größeren Wendekreis mit der Nürnberg. Aber ihr seht, die Türme an sich sind sehr schnell in der Bewegung. Ich muss das immer wieder betonen, was mir aufgefallen ist. Und wenn wir gedreht haben, sind wir schon wieder längst einsatzbereit mit unseren Türmen. Das ist, finde ich, natürlich von diesem Kreuzer ist hervorragend. Was natürlich auch, wir haben hier einen Aufklärer mit an Bord. Das hatte ich auch noch vergessen zu erwähnen. Thank you.
Gegner, wir haben ihn erwischt, aber ich muss natürlich sagen, wir haben uns natürlich hier ein bisschen selbst ausseits manövriert, weil wir hier gegen auch noch gegen Felsen gefahren ist. Das geht gar nicht. Da sind wir natürlich schnell Opfer. Noch mitnehmen. Ist natürlich wieder ein glückliches Gefecht, muss ich natürlich auch dazu sagen. Der war schon angeschlagen. Auf AP, wir wissen ja, Kreuzer haben nicht wirklich viel Panzerung, wenn wir ihn ordentlich erwischen. Er bremst ab. Drehen wir mal ein bisschen rein. Der hat uns irgendwas getroffen, ziemlich böse. Das klingelt dann richtig. Torpedos von dem kleinen Zerstörer. Ja, ihr seht, ich kann nicht wirklich gut treffen irgendwie. Es gehen noch zu viele daneben. Jetzt muss ich wieder voll wegdrehen. Jetzt kriegt er mich. Und natürlich der kleine Zerstörer, der hier noch rumwurstelt. Der will meinen Arsch auch haben. Wir geben Gas. Oh
Und da haben wir doch noch erwischt. Mit der letzten Salve, die von dem Berg verschwunden ist, haben wir ihn erwischt. Ist ja ein Ding. Da haben wir eine Nürnberg. Auch eine Nürnberg mit mehr Life. Also das Geschehen hier spielt uns ein bisschen in die Karte momentan. Aber wir sind dafür auch schon angeschlagen. Nur gleich hier ein bisschen weg. Ja, jetzt erwischt er mich auch nicht mehr, weil er auch nur 15 hat, es sei denn, er hat schon ausgebaut, was ich sagte, 16,5 Kilometer kann man ausbauen, dass man auf einer höheren Distanz Feuer geben kann. Fuso. Torpedos hinterher. Er ist ja auch schon mit durch. Den konnten wir noch mitnehmen. Torpedos, astern! Our victory is in sight. Oh, scheiße, er hat uns noch erwischt, aber scheiße, egal. Wir hätten das sowieso verloren, glaube ich, weil die anderen haben schon wieder zweimal gekappt. Ich konnte das Gefecht zwar mit für mich positivem Ergebnis abschließen, aber halt, wir haben nicht gewonnen. Was soll's, ich bin soweit zufrieden. Es war für mich ein sehr gutes Gefecht. Viel Action, auch viele, was wir daneben geschossen haben. Aber trotzdem, gucken wir uns den ausführlichen Bericht mal an. Wir haben hier 564 Granaten abgefeuert. Ich muss das betonen, das ist sehr, sehr viel. Und dann haben wir 34 AP-Treffer erzielt für 10.538. HE-Treffer 56 für 19.433. 4 Brände verursacht für 364. Durchschläge 19 erzielt, 6 Torpedos abgeschossen, 0 getroffen. Soweit das Ergebnis für meinen Beschuss auf Feindschiffe. Man sieht hier, was getroffen hat und wie viel ich abgefeuert habe. Also eher ein mieser Schütze. So, die Teamwertung sagt aus, wir haben den 3. Platz. Wir konnten die Basis nicht verteidigen. Wir haben zwar gut mitgemischt, aber wir waren leider ein bisschen auf der Flucht und sind ein bisschen ausgewichen. Was soll's, ich bin soweit zufrieden. Das für das erste Gefecht mit der schönen Nürnberg und wir sehen uns im nächsten wieder. Ja, natürlich, hallo und zurück im zweiten Gefecht mit der Nürnberg. Und wir werden mal sehen, ob wir wieder ein gutes Spiel hinlegen können mit ihr. Oder zumindest eins gewinnen, obwohl das erste war ja eigentlich ein sehr schönes. Ich kann mich da nicht beklagen, zwar haben wir verloren. Aber schauen wir mal, wie das hier nun laufen wird.
So, und dann will ich natürlich auch nochmal nachreichen, die Drehung der Türme hier brauchen nur 23,7 Sekunden gegenüber den Vorgänger der Königsberg mit 30 Sekunden. Und weil ich dieses Jahr auch im ersten Match ein bisschen bewundert habe, dass sie sich auch schnell drehen. Und deswegen wollte ich da nochmal die Zeiten nachreichen. Und ich betone natürlich auch nochmal mit der Nürnberg durch den Aufklärer, den wir mit an Deck haben, und natürlich auch noch die Möglichkeit, mit dem Radar zu arbeiten, gerade gegen kleine Zerstörer. Das ist schon mal sehr viel wert. Wir können auch mal gleich starten, so ein Aufklärer. Und natürlich möchte ich auch nochmal erwähnen, ich habe es geahnt, auf jeden Fall werden wir die Reichweite der Geschütze ausbauen, weil bis zu York ist es eine kleine Ewigkeit natürlich hin, und deswegen werde ich das im vollen Umfang machen. Lieber ein bisschen aus der Distanz. Finde ich natürlich bedeutend besser. Drehen wir gleich ab. Wir sind hier leider mitten im Beschuss. Der knallt uns hier leider die AP um die Ohren. Unser Live geht auch verdammt schnell runter. Hier ist auch noch, kommt noch dazu, dass wir uns ja alle gegenseitig rammen. Habe ich auch noch nicht so gehabt, wirklich. Da haben wir noch eine New Mexico. Dann werden wir mal mit dem Radar arbeiten müssen. Da haben wir die kleinen, hässlichen, flinken Zerstörer. Ja, hier sieht man schön, die sind schön auseinandergegangen. Aber der trifft uns ziemlich gut. Und sind natürlich hier auf der Seite ziemlich doll in den Fokus geraten. Muss wieder abdrehen. Hier kommen die nächsten Torpedos schon.
Jetzt sind wir außer Reichweite. Viel Life haben wir nicht mehr. Aber vielleicht können wir den Kleinen da noch mitnehmen. Ich weiß es nicht. Wir brauchen einen guten Schuss. Gute Treffer. Ja, ihr seht schon, so unterschiedlich kann ein Gefecht gehen. Entweder klappt es gleich optimal, man kommt optimal rein, oder man wird hier zur Zielscheibe und verliert gleich ziemlich schnell die Live-Punkte. So, aber ich werde mich jetzt Richtung B aufmachen. Das Problem ist halt, der Gegner hat hier zwei Punkte eingenommen. Für uns nicht wirklich gut. Gehen wir auf Verdacht, dass er noch dahinter steht, nur auf mich wartet. Ja, hier kommen wir auch nochmal in den Genuss der Flugzeugabwehr. Schlecht. Gut, wir konnten den Punkt zurückerobern. So.
So, drei Schiffe sind auf der linken Seite momentan. Ein viertes ist hinter dem... Also greifen wir hier die New Mexico an. Aber wir sind jetzt in seiner Feuerreichweite, das ist auch nicht gut. Müssen wir abdrehen. Durch die Mitte. Und man sieht natürlich... Diese Geschütze sind ziemlich böse. Deswegen werden wir hier ein bisschen hinter den Felsen verschwinden. Die sind außer Reichweite. Was hier fehlt, ist noch der Flugzeugträger, den wir hier noch nicht wirklich sehen. Ja, die Kongo hat mich erwischt. Ich wollte Torpedo setzen, weil der Flugzeugträger da ist, aber er ist dumm gelaufen. Er hatte jetzt natürlich die bessere Chance, mich fertig zu machen. So viel Life hatten wir nicht mehr. Aber so viel schon mal zu dem zweiten Gefecht. Wie gesagt, man kann nicht alles... Jedes Gefecht läuft wirklich total anders. Und man kann immer nur hoffen, dass man gut reinkommt, dass man das Team optimal unterstützen kann. Und sonst, wie es jetzt war, dumm gelaufen. Er war einfach besser positioniert, sein Schiff stand besser und konnte sofort auf mich wirken und dadurch hat er mich rausgenommen. Also wir sehen uns natürlich auch am Ende des Spiels wieder. Und ich denke mal, jetzt entsteht natürlich ein klarer Vorteil für den Gegner. Also bis gleich. Ja, natürlich hier nochmal zurück zum Ende des Gefechts. Natürlich auch wieder eine Niederlage. Sollte nicht sein mit der Nürnberg. Aber wir schauen uns das Ganze nochmal im ausführlichen Bericht an.
Wir haben abgefeuerte Granaten, 327, davon haben 92 HE-Treffer gab es davon für 21.394. Brände wurden verursacht, 6 für 5.186. Und wir haben hier keine Torpedos abgefeuert. Ne, doch, 6 Torpedos haben wir abgefeuert, keiner hat getroffen. Die Teamwertung sagt Folgendes: Wir haben einen guten 5. Platz. Flugzeuge haben wir abgeschossen. Das ist hier das, was ein bisschen reingezählt hat, denke ich mal. Sonst war es für mich eigentlich nicht so wirklich das große Gefecht. Eher das Gefecht der Schlachtschiffe zum Schluss, muss man mal so sagen. Und wir haben, wie gesagt, einen 4. Platz. War für mich nicht persönlich, also muss ich sagen, nicht wirklich ein super Gefecht, aber wir konnten ein bisschen mitmischen. Und das ist das Ergebnis. Wir haben hier 104.978 Kredits erhalten, 1.041 Erfahrungen, 52 zur freien Verfügung. So sieht das momentan aus. Es war jedenfalls so ein kleiner Eindruck für euch von mir mit der Nürnberg. Sie macht Spaß, muss ich sagen, fast schon zu jedem Schiff, aber sie macht wirklich Spaß. Sie hat halt, wie gesagt, durch den Aufklärer und durch das Radar, was sie an Bord hat, ist sie natürlich sozusagen auch moderner und man kann natürlich auch halt die kleinen Zerstörer mit erfassen. Sie hat so einen eigenen Stil. Die Geschütze sind ziemlich genau. Also ich kann nicht sagen, dass sie so wirklich ungenau sind. Das andere ist dann halt eher, dass man schlecht vorhalten tut. Und deswegen, wie gesagt, im Großen und Ganzen macht die Nürnberg Spaß und wir sehen uns einfach in oder mit der sowjetischen Marine, da sind es ja die Zerstörer wieder. Also bis dahin, sagt euer The Old Man. Ciao, ciao.